Danny Lane ist ein britischer Musiker, der bekannt wurde als Mitglied der Band The Moody Blues und später als Mitglied von Wings, der Band von Paul McCartney, nach der Trennung der Beatles. Nun ist er im Alter von 79 Jahren gestorben. In den 1960er Jahren war er ein Gründungsmitglied der Band The Moody Blues. Er sang den hohen, flehenden Liedgesang bei Go Now, dem Durchbruchshit der Moody Blues im Jahr 1964. Obwohl er 2018 mit den Moody Blues in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, war er nicht sehr lange Mitglied. Ende 1966 verließ er die Gruppe und verbrachte den Rest des Jahrzehnts in verschiedenen Bands, bevor er 1971 mit Paul und Linda McCartney Wings gründete. Später in den 1970er Jahren war er ein wesentlicher Bestandteil von Wings. Während seiner Zeit bei Wings trug er als Sänger, Gitarrist und Songschreiber maßgeblich zum Erfolg der Band bei und war an Hits wie Band on the Run beteiligt. In den folgenden Jahren waren die Wings eine der größten Rockbands, und er übernahm regelmäßig die Hauptrollen auf Platten und auf der Bühne. In dieser Zeit veröffentlichte er auch zwei Soloalben, darunter 1976 das Album Holidays, auf dem Paul und Linda mitwirkten. In den 1980er Jahren spielte er auf McCartneys Alben Tug of War und Pipes of Peace mit, konzentrierte sich aber in den folgenden 10 Jahren und darüber hinaus auf seine Solokarriere. Sein musikalisches Talent erstreckt sich über verschiedene Genres, und er wird für seine Fähigkeiten als Sänger, Gitarrist und Songschreiber geschätzt. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Möge er in Frieden ruhen. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!